Für die Fraktion Die Linke hat das Wort die Kollegin Dr. Barbara Höll. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herr Dautzenberg, hier dramatisiert niemand. Die Situation ist dramatisch. Wenn der Staat auf Machenschaften zurückgreifen muss, wenn wir darauf angewiesen sind, dass uns Diebesgut angeboten wird, was Herr Koschek darstellt als Ultima Ratio, als letzte Möglichkeit, um einen gerechten Steuervollzug zu realisieren, so sage ich Ihnen, es ist inzwischen die einzige Möglichkeit, überhaupt gerechten Steuervollzug hier durchzusetzen. Recht wird zunehmend ökonomisiert. Die Durchsetzung von Recht hängt davon Kosten und Nutzen ab, also wie viel kostet das Angebot, die angebotenen CD, was bringt sie ein, wie viel kostet die Bundesländer ein ordentlicher Steuervollzug, was nehme ich dadurch ein. Das ist doch kein Recht, keine Rechtsstaatlichkeit mehr, das ist eine Verhöhnung des Rechtsstaates. Steuerhinterziehung ist kein Kavaliersdelikt, sondern kriminell mit immensen Schaden für die Gesellschaft. Steuerhinterziehung zerstört den Gerechtigkeitsgrundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Steuerhinterziehung ist sozial ungerecht und verschärft die Kluft zwischen Arm und Reich. Und Steuerhinterziehung lohnt sich nur für die, die eh schon haben. Jeder Hartz-IV-Empfänger und jede Hartz-IV-Empfängerin soll sich gläsern machen. Reichende und Vermögende dagegen werden mit Samthandschuhen angefasst und können daher erst im großen Stil Steuern hinterziehen. Und selbst wenn sie nachweislich kriminell gehandelt haben, bleiben sie bei rechtzeitiger Selbstanzeige straffrei. Das ist ein zum Himmel schreiender Skandal. Die Umgehung der Steuergesetze über Anlage in Steuerparadiesen ist uns allen seit Jahren bekannt. Und außer hilflosen Versuchen haben in den letzten Jahren die verschiedenen Bundesregierungen nichts gemacht. Ich erinnere wirklich an das Fiasko von Finanzminister Eichel mit seiner Steueramnestie. Und ich erinnere an den legendären Satz von Finanzminister Steinbrück, dass er bei der Abgeltungssteuer begründet, dass er sagt, lieber 25% von 100 als 45 von nichts. Das heißt, es ist die Akzeptanz des faktischen Zustandes, dass diejenigen, die den Höchststeuersatz zahlen müssen, ja diesen gar nicht mehr bezahlen, weil sie Steuern hinterziehen. Das ist doch einfach ein Skandal. Und wie haben Sie darauf reagiert? Steuersenkung, Abgeltungssteuer durchgesetzt, 25%. Also das, was ich zusätzlich einnehme, weil ich so viel Geld überhabe, dass ich das anlegen kann, Zinsen kriege, wird das nicht mehr nach meinem persönlichen Steuersatz besteuert, fällt da raus aus dem Gerechtigkeitsprinzip, sondern wird allgemein nur noch mit 25% besteuert. So, und jetzt sagt Herr Koschek heute im Finanzausschuss, auf den Herr Dautzenberg ja schon hingewiesen hat, im Gegensatz zur vergangenen Woche, das ist wichtig, dass der Ankauf, die Entscheidung über den Ankauf von CDs rein die Entscheidung der Bundesländer ist, sagt Herr Koschek heute, also ganz kryptisch, der Bund prüft, ob gegebenenfalls unter Mitwirkung der einiger Länder, der Länder gekauft werden kann. Ja, also sehr kryptisch ausgedrückt. Und dann sage ich, wieso prüft der Bund ja nicht? Also der Bund hat die Verantwortung für den bundeseinheitlichen Steuervollzug. Das ist eine ganz wesentliche Sache und dem werden Sie nicht gerecht. Und Herr Dautzenberg, Sie haben noch mal auf das Steuerhinterziehungsgesetz der Großen Koalition verwiesen. Toll. Im Januar haben Sie selber angegeben, nach den Kriterien dieses Gesetzes erfüllt, es gibt es derzeit gar keine Steueroasen und Steuerparadiese. Es befindet sich kein Land mehr auf den sogenannten schwarzen Listen. Im Gegensatz zu Frankreich. Frankreich hat jetzt festgestellt, dass 18 Länder sehr wohl als Steuerparadiese fungieren und hat deshalb mit sofortiger Wirkung die Quellensteuer hochgesetzt von 15% auf 50%. Dazu kommt, selbst wenn wir jetzt mit der Schweiz schon ein Abkommen hätten, ein Doppelbesteuerungsabkommen, hätten wir hier, also hier in Aus, und da die Auskunft geregelt wäre, ist dieses, wäre auch dieses, selbst nach dem OECD-Maßstab, wirkungslos, weil es keinen automatischen Auskunftsmechanismus gibt. Und nehmen Sie die aktuellen CDs. Also, nur dadurch, dass auf der CD Namen aufgeführt sind, hat jetzt die deutsche Steuerbehörde überhaupt eine Chance, noch mal zielgerichtet nachzuprüfen, nachzufragen.
Vorher, wenn ich nichts weiß, wenn ich keine Namen habe, ich könnte es natürlich machen. Ich könnte sagen, zum Beispiel, so wie an der Grenze kontrolliert wird, wer mehr als 10.000 Euro über die Grenze nimmt, das ist dann Anzeigepflicht. Ich könnte sagen, Kapitalbewegung ins Ausland über 100.000 Euro pro Jahr ist automatisch anzeigepflichtig. Warum machen wir nicht endlich wirkungsvolle Gesetze und warum machen Sie nicht endlich auch auf internationaler Ebene eine Verbesserung des OECD-Musterabkommens, dass es dann tatsächlich Wirkung entfalten kann? Hier haben Sie einfach über Jahre nichts getan. Und da muss ich leider auch die grüne Fraktion und auch die SPD mit in die Pflicht nehmen. Aber dieses Trauerspiel, was Sie jetzt abliefern, dieses Trauerspiel, wenn dann schon keine andere Möglichkeit bleibt, signalisiert doch nur den Steuerhinterzieherinnen und Hinterziehern, dass sie weitermachen sollen. Und die schönste Meldung heute im Finanzausschuss war ja, dass von der Steuer-CD Liechtenstein, die ja nicht erst gestern gekauft wurde, von den 800 Fällen mehrere hundert, wie viele hundert wurde uns nicht gesagt, mehrere hundert Fälle bis heute nicht abschließend bearbeitet sind. Also Steuersünder und Steuersünderinnen können sich weiter wohlfühlen in Deutschland. Ich danke Ihnen.